Übermalungen sind für Arnulf Rainer charakteristisch. Er übermalt etwas, was vorhanden ist, wie in diesem Fall eine braun gefasste Leinwand. Das sehen wir unten an der Ecke. Man sieht auch manchmal die Farbe noch durchchangieren und übermalt es mit Schwarz. Dieses Schwarz ist nicht nur einfach aufgetragen, es ist eigentlich einmodelliert in die Oberfläche. Und es ist in mehreren Schichten und man sieht diesen Malakt. Man sieht es ganz konkret, wenn man näher dran geht und sieht auch diese physische Kraft, die Rainer in diesem Moment ausübt. Und so ein Bild kann manchmal bis zu 2 Jahre dauern, bis es fertig ist oder bis er glaubt, dass das Bild fertig ist.